Es sind wirklich spannende Zeiten. So viel Wandel geschieht. Und obwohl ich schon seit so vielen Jahren am Wandeln bin, merke ich, dass jetzt gerade noch mal ein unglaublicher Shift stattfindet. Und ich kenne einige, bei denen das so ähnlich verläuft, vielleicht ja auch bei dir. Und das ist immer schön, wenn man weiß, ah, okay, das ist nicht nur bei mir so, das geht anderen ähnlich. Ja. Ein großer Schritt in meine Sichtbarkeit war mit Sicherheit mein Interview mit einem Lichtwesen. Und ich muss ein bisschen lachen, weil mir ist eingefallen, dass es mal in den 90er Jahren einen Film gab, den ich ganz großartig fand. Und der hieß Interview mit einem Vampir. Und ja, was ich da gemacht habe, ein Interview mit einem Lichtwesen. Das hat mir gezeigt, dass ich offenbar doch gar nicht so falsch liege mit meinem Beruf als Journalistin oder als Mensch, der ja gerne Fragen stellt und gerne Dinge hinterfragt. Eigentlich hinterfrage ich alles gerne. Und ich glaube, das hat mich ja letztendlich auch zu dem Kern, zur Essenz gebracht. Und insofern kann ich nur jeden ermuntern, wirklich alles immer wieder in Frage zu stellen. Und nur dann kommt man an des Pudels Kern, wie man so schön sagt. Also falls du das noch nicht gehört hast, das Interview mit einem Lichtwesen, das ist kein Film, das ist tatsächlich real. Und ich befrage da eine universelle Intelligenz namens Salvador. Und die Antworten sind wirklich, ja, tief bewegend. Und wie gesagt, falls du es noch nicht gesehen hast, ich verlinke es unten unter dem Video und ich würde mich sehr freuen, wenn du da mal reinschaust. Und nochmal ganz kurz zur Veränderung, zu dem Wandel. Also, es verändert sich, wenn du dich veränderst, ja? Wenn du dich im Inneren, wenn du schon länger an dir gearbeitet hast und gemerkt hast, ah ja, ich merke, da tut sich was, ne? Ich verändere was, ich sehe es, ich kann mich mehr beobachten, ich bin nicht mehr identifiziert mit meiner Geschichte, ich kann die beobachten, ich kann da raustreten. Also wenn du auch schon länger dabei bist, dann geht es dir ganz gewiss ähnlich, dass eben sich alles andere um dich herum auch neu ausrichtet. Kannst du dir das vorstellen, als ob du ein Magnet wärst und deine Umgebung ist sozusagen, sind die Feldspäne, die Eisenspäne. Und ne, egal, wo du den Magnet hinhältst, alles richtet sich immer nach dir aus. Und das ist tatsächlich ohne Bewertung einfach ein ganz normaler energetischer Prozess. Und deswegen auch hier das zu beobachten ist gut und nicht in das Urteil zu gehen, wenn man vielleicht manchmal Menschen verliert oder einen Job verliert. Es kommt ganz sicher ein neuer Mensch und es kommt sicher ein neuer Job oder ein neues Umfeld. Also alles, was im Außen passiert, ist eigentlich letztlich nur ein Spiegel unseres Inneren. Und also kein Grund zum Drama. So, viel geredet und wie gesagt, ich hoffe, du schaust mal rein in das Interview mit einem Lichtwesen. Viel Spaß dabei.